Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und Micha freut sich, im neuen Jahr wieder starten zu können. Genau, und zwar mit so einer richtig schönen winterlichen Fensterdeko. Und da haben wir nur ein paar Sachen verändert, noch ein bisschen dazugestellt. Aber das ist ja noch von der Weihnachtsdeko, aber kombiniert jetzt mit ein bisschen Glas, Holz und Moos und natürlich ein paar Frühblühern. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und wir schwenken mal nach unten, ne, Micha? Genau, und zeigen euch das mal, weil tatsächlich habe ich hier diese Bummzwiebeln bekommen. Einmal Hyazinthen und Narzissen. Habe ich mich total gefreut. Ihr könnt natürlich alles das nehmen, was ihr habt. Viele mögen Hyazinthen nicht. Die können das nicht so gut riechen. Wir haben da keine Probleme mit. Und dann geht es weiter mit den natürlichen Holzscheiben. Die sind unbehandelt, ganz normal nur geschnitten, guckt hier unten in der Videobeschreibung, die gibt es auf Hof Oelkers auch. Dann habe ich alles, ich liebe Glas, alles was ich so an Glas gefunden habe, da habe ich drei solche Saft- oder Wasserkaraffen, die sind auch immer sehr, sehr schön. Dann habe ich hier ganz normale Vasen in mehreren Größen, alles das, was ich gefunden habe. Dann, wir sind ja hier so ein bisschen in pastelligen Farben auch eingerichtet, deswegen passte das ganz gut. Und es ist mal ein bisschen Helligkeit jetzt gerade so nach Weihnachten. Und die habe ich gerade bekommen, fand ich total niedlich. Das sind so kleine Baumwollsticker, also ja, Papiersticker. Die haben wir auch immer, diese halben roséfarbenen Kerzen. Dann hier vorne ganz natürlich, wie immer, natürlich unsere Lärchenzweige, die wir haben aus unserem Garten. Alte Reste vom Moos und hier auch nochmal das Polstermoos. Nicht mehr ganz so frisch, aber super noch zu verarbeiten. Und diesen Ast tatsächlich, den habe ich unten im Keller nämlich gefunden. Eigentlich habe ich die im Schuppen, aber den hatte Laura mal für ihren Schmuck und den wollte sie nicht mehr haben. So, und die Basis ist da und ich würde sagen, wir fangen an. Und bevor wir weitermachen, bevor ich das vergesse, ihr könnt ja hier oben in der Videobeschreibung mal gucken. Das war jetzt die letzte Fensterdeko mit diesen Lärchenzweigen, Sternen, mit den selbstgemachten Schaukeln für die Wichtel. Und ich finde, das passt auch noch für eine Winterdeko total schön rein. Mag ich unheimlich gerne. Ist auch so ein bisschen skandinavisch, finde ich jetzt auch mit diesen hellen Wichteln. Deswegen, ich habe unten, wo die Sterne dran waren, das Stück habe ich jetzt einfach mal abgeschnitten, dass die Schaukel jetzt eben ohne Sterne ist. Und die Sterne, die hier an diesem Band waren, die habe ich auch nur abgeschnitten, so ein bisschen gefilzt. Und jetzt ist das auch wieder genau ganz nackig und ganz natürlich. Und das ist jetzt nämlich unsere Basis. Das möchten wir gerne so lassen. Und hier dekorieren wir jetzt einfach ein paar Sachen rein. Und ich fange an, ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe erst überlegt, ich habe so eine süße kleine Tanne noch bekommen. Nein, da machen wir eine andere Deko mit, weil die waren nicht Tanne, eine Konifere, genau. Und ich lasse es einfach Blumenzwiebeln und Kerzen. Und ich möchte das gerne klar und ja ziemlich clean haben. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, wo ich hier Kerzen reinmachen kann. Auf alle Fälle kommen hier Blumenzwiebeln rein in diese drei Karaffen, weil da geht das eben mit der Öffnung gar nicht mit den Kerzen. Hier kommt auch eine rein, da ist es auch nicht möglich. Und diese vier Gläser nehme ich jetzt für meine Kerzen. Und genau, die kommen hier jetzt schon mal eben so rein. Ich habe mich jetzt kurzfristig umentschieden. Ich habe in diesem hohen Glas die große roséfarbene Kerze. In diesen beiden identischen Gläsern habe ich jetzt die beiden weißen reingemacht.
Die lasse ich raus, weil wir haben den Stock, der kriegt nämlich auch noch einen Roséton. Und deswegen denke ich, reicht es, weil dieses Glas hätte ich jetzt gerne nämlich auch noch für die Blumenzwiebeln. Dann haben wir doch noch ein bisschen mehr Blume da und das finde ich ganz schön. So, und ich fange jetzt an, hier in diesen Gläsern, in diesen Wassergläsern, einfach hier meine Blumenzwiebel. Und da werde ich jetzt einfach mal hier die Hyazinthen nehmen. Ihr seht, die werden lila. Das sieht man auch hier unten schon an der Wurzel bzw. an der Zwiebel. Breche mir die einmal so auseinander und werde jetzt ohne großen Tamtam hier so die Zwiebel mit Erde auch gerne. Ich mache es aber jetzt hier einfach unten mal ein bisschen ab. Das macht ihr ja gar nichts. Und gehe jetzt hier einfach in unser Gefäß rein und steck mir die hier in das Wasserglas. So, die drei identischen haben jetzt die lilafarbene Hyazinthe, finde ich total schön. Und genau, die lasse ich jetzt einmal so. Und jetzt nehme ich hier einmal das größere Glas, finde ich auch ganz klasse. Hier nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen Moos, lege mir das hier unten schon mal rein. Das ist natürlich in diesem hier schlecht, weil das ist natürlich schwierig, nachher das Moos rauszukriegen. Kann man, ist auch kein Problem, aber das ist dann doch ein bisschen Fummelarbeit. Und bei mir oder bei uns muss es immer sehr schnell gehen. Und hier lege ich jetzt einfach ein bisschen Moos unten rein. Ein bisschen Grün ist ja auch immer schön. Und ich nehme jetzt hier von den Narzissen, die mache ich mir erstmal raus. Das ist schon fast ein bisschen früher, oder? Ja. So richtig schön. Ja, ach, ist immer schön. Es sind einfach Frühblüher und ich finde, die kann man gut gebrauchen. Und ich mache das jetzt einfach, ich habe die jetzt so komplett aus dem Topf genommen und leg mir die hier oder stelle sie mir einfach oben auf das Moos rein. Und das finde ich wirklich total niedlich. Das heißt, wir haben hier das Moos, wir haben hier die Zwiebeln und die Wurzeln. Also ganz natürlich und das passt perfekt. Das verkleide ich mir auch nicht. Und auch das lasse ich einfach so stehen. Hier haben wir nochmal die Hyazinthe mit der hellen Zwiebel. Und ich glaube, auch hier werde ich einfach nur mal ein bisschen Moos nehmen. Nur so ein kleines Stück, leg das unten rein. Und auch hier, wie in dem großen Glas, macht das einfach noch mal ein bisschen so, damit das nicht so quadratisch und ein bisschen natürlicher ist. Das Wurzelwerk kann man jetzt auch ein bisschen auseinanderbrechen und hier jetzt ganz natürlich auch oben raufstellen. Also ganz schnell, ganz flink gemacht. Und hier unsere Lärchenzweige. Da nehme ich mir jetzt hier so einen längeren und stecke mir den hier einfach nochmal so in das Glas rein, wo die Hyazinthe ist. Und da, der stört ein bisschen, den mache ich nochmal eben ab. Muss man jetzt ein bisschen spielen. Also ich habe hier in diesem Glas, habe ich einfach nur einen Zweig so reingesteckt. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Ich wollte jetzt hier auch nicht der Blüte im Wege stehen oder da irgendwie jetzt das so eng machen. Und ich nehme jetzt hier diesen. Und guck mal, jetzt kann man den auch ein bisschen knicken und den hier einfach ja auch so mit reinstecken, wie so einen kleinen Torbogen. Genau, und jetzt gucken wir hier nochmal, dass ich Draht hier habe, weil zum Reinstecken ist es definitiv, also für unser Empfinden, einfach zu eng. Und deswegen nehme ich hier jetzt einfach nur einen Zweig und können hier ein bisschen Draht drum machen, dass es hält. Und das werde ich mir hier jetzt nochmal eben fixieren. So, einmal hier rumgelegt, ein bisschen Draht abgemacht. Und jetzt verzwirbel ich mir das hier vorne so ein-, zweimal. Und genau, schneide mir den Rest ab, drücke mir das nach hinten und dann hält das wunderbar. Jetzt könnt ihr gucken, entweder wenn ihr jetzt noch Platz habt, könnte man vielleicht, wenn er länger ist, den sogar noch mit reinstecken. Der stört dann natürlich nicht, aber ich werde mir hier jetzt den Rest abschneiden und dekoriert, oder? Ganz natürlich, ich habe den Rest hier, habe ich einmal so hier rumgewickelt um den anderen Zweig und ich finde das eigentlich sehr, sehr niedlich und sehr harmonisch. Und das kann man jetzt mit den anderen beiden Vasen auch machen, muss man aber nicht. Aber ich denke, auch hier machen wir jetzt noch mal ein bisschen was drum. Und natürlich nicht zu vergessen, hier wo die Kerze, ich mache das hier mal eben
ein bisschen frei, damit man das sehen kann. Jetzt haben wir nämlich die Gläser hier alle fertig und ich möchte einfach hier, wo die Kerze jetzt noch reinkommt, das schon schön gerade stabil haben. Nimm hier das Polstermoos oder egal, was ihr auch habt und werde hier jetzt meine Kerze gleich draufstellen. Das hält sehr, sehr gut. Man könnte entweder, wie gesagt, mit ein bisschen Draht da unten das mit heiß machen, Draht reinstecken und hier nochmal fixieren. Aber ich denke, das hält hier wirklich prima und das lasse ich jetzt auch so. Und das mache ich hier in diesen anderen beiden kleinen Gefäßen genauso. Also bei den kleinen hier, da hält es nicht. Da nehme ich jetzt mal ganz normales Moos, das Plattenmoos und werde mir das hier reinlegen und dann hält auch die wunderbar. Durch das Polstermoos, das ist natürlich sehr uneben und da war jetzt hier keine Stabilität. Deswegen ist das ja auch kein Problem und ich mache mir das jetzt hier auch nochmal eben ab und in das andere Glas mit rein. Und schwuppdiwupp haben wir alle unsere Gläser gefüllt. Und die Basis, unseren Stock, den nehme ich schon mal und stelle mir den oder lege mir den einfach jetzt mal so dahin, wo ich nämlich gerne hätte. Und ich würde mal sagen, so mittig finde ich total schön. Dann haben wir nämlich auch dieses Farbspiel, auch hier mit diesen Holzscheiben, finde ich nämlich auch total klasse. Und das wiederholt sich hier. Das heißt, wir haben hier das helle Holz und die lege ich mir jetzt erstmal einmal so pauschal hier schon mal auf die Fensterbank, um zu gucken gleich, ja, wo möchte ich meine Sachen gerne in Position stellen. Und die kann man natürlich auch super, wisst ihr, von unserer Tischdeko, könnt ihr oben auch noch mal in der Infobox gucken. Da konnte man die auch super hin und her schieben. Das ist natürlich total praktisch. Das heißt, das erste große Glas, das möchte ich gerne hier hinten in der Ecke haben, mit der rosanen Kerze. Da stelle ich mir hier jetzt schon mal so in Position. Davor möchte ich gerne was Kleines. Und da finde ich jetzt hier nochmal diese kleine Karaffe ganz niedlich. Und jetzt sieht man, hier wiederholt sich das jetzt nämlich mit den Zweigen. Und hier, wo der Ast ist, würde ich mal sagen, ist diese hier ganz niedlich. Und die ganzen Blumenzwiebeln stelle ich mir jetzt einmal hier so in Position. Und daneben kann man jetzt natürlich wunderbar auch nochmal, oder auch dahinter, ich gucke jetzt einfach mal hier, ich würde mal sagen hier, nochmal so ein kleines Windlicht. Und wir arbeiten uns jetzt mal nach hinten durch. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein paar Pflanzen und die stelle ich mir hier jetzt auch nochmal eben hin. Ich hatte mich dazu entschlossen, hier so einen Dreierpulk zu machen, also hier einmal so drei. Man könnte das jetzt auch noch ein bisschen in die Ecke schieben, finde ich so aber ganz gut. Die rosanen Kerzen, nämlich hier habe ich jetzt so ein Stück Oasis Fix. Genau, habe das ein bisschen eben hier angewärmt, mache mir das darauf und dann kann man sich das nämlich super hier auf dem Ast nämlich fixieren. Und da mache ich jetzt nochmal so ein paar Kerzen ran. Und guck mal hier, die kleinen Blümchen. Die fixiere ich mir jetzt hier nochmal mit so einem kleinen Klecks Heißkleber und die kommen jetzt nämlich hier an unsere Do-It-Yourself Schaukeln mit den Wichteln. Finde ich total niedlich. Das heißt, wir können schon mal so langsam in den Frühling gehen, mal eben nicht, dass es kippt, und fixiere mir das hier nochmal so mit dran. Ich würde sagen, wir sind fast fertig, Micha, oder? Sieht so aus, ja. Ja, gefällt uns ganz gut. Sehr, sehr klar, sehr, aber noch ein bisschen winterlich und ja, einfach nur mal ein bisschen, ja, was verändert und was dazugestellt und wir haben eine neue Deko, weil auch die Tischdeko wird jetzt die Tage verändert und dem hier ein bisschen angepasst und das ist natürlich perfekt. So, und ich nehme jetzt hier nochmal die Lichterkette, weil wir finden, Lichterketten können ja noch wunderbar jetzt hier, gerade in der Winterzeit ist das immer sehr gemütlich, wenn die an sind. Und die lege ich mir jetzt hier auch noch mal komplett einmal rum. Und das war unser Thema. Lichterkette ist drin und es ist wirklich sehr, also ich mag ja sowieso Glas mit Licht und diesen natürlichen Sachen. Und wir gucken direkt vom Wohnzimmer, also vom Sofa hier immer auf dieses Fenster und das gibt natürlich nochmal eine super Gemütlichkeit und uns gefällt es wirklich gut, mit so wenig Mitteln oder das, was wir sowieso hatten, einfach nochmal schnell eine andere Winterdeko zu machen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns natürlich super über einen Daumen hoch, eure Kommentare immer wieder wunderbar. Vielen Dank nochmal dafür. Genau.
Und ich würde sagen, wir sehen uns die nächsten Tage, ne, Micha? Ja. Genau. Es geht nämlich weiter, weil dieses Thema zieht sich jetzt nämlich auch auf unsere Tischdeko und es geht sogar in die Küche. Und genau, wir freuen uns auf euch. Bis die Tage, eure Conny und euer Kameramann, euer Micha. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. And the thing is that these scars are scary, but they are